Wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Die Gabi Poppt aus der Lindenstraße. Wir sind das letzte Haus, kurz vor der betroffenen Stelle, in der der großräumige Kiesabbau stattfinden soll. Also Sie haben schon gesagt, es geht um Kiesabbau. Genau. Was bedrückt Sie denn hier in dieser Straße? Ja, das Erste, was mich bedrückt, das ist die Nähe zu den ganzen Grundstücken. Ich habe halt so mal Bedenken, nachdem wir alle auf Kies sitzen, dass durch diesen großräumigen Abbau die Häuser beschädigt werden oder abrutschen. Das Nächste ist halt die Wertstellung von den Grundstücken, von den Häusern. Ich glaube kaum, dass die da noch was wert sind. Sollte mal irgendeiner in die Lage kommen, das verkaufen zu müssen, hat er ein Problem. Das Nächste ist halt Lärm, Krach, Staub. Wir haben hier Kinder, das ist damals ausgewiesen worden als Familienbauen in Schweinfurt. Ich weiß nicht, was das noch mit Familienbauen in Schweinfurt zu tun hat, wenn ich dann Dauerlärm habe, der angeblich von 7 bis 17 Uhr geht. Wobei aber keiner bedenkt, dass wir Schichtarbeiter, Krankenschwestern alles haben. Ich verstehe das Ganze nicht so wirklich, wie man da jetzt drauf kommt. Das Ganze so atznah, vor allen Dingen in so einer Idylle auch. Ausführen zu wollen. Jetzt sehe ich natürlich die Häuser, wenn mich umschaut, sind ja recht neue Häuser noch nicht so alt gebaut, also noch kein Alt. Ort oder so. Und war das bekannt zu Ihrer Zeit, wie Sie gebaut haben, dass da hier mal Sand abgebaggert wird? Bekannt war es, also uns zumindest mal nicht. Wir haben 2006 alle die Grundstücke erworben. Ich habe von vielen Mitbewohnern oder Mitwohnern eben gehört, dass damals gefragt worden ist, ob der Kiesabbau abgeschlossen ist. Das wurde bejaht. Wir haben dann auch nicht mehr weiter gefragt, weil wir uns eigentlich darauf verlassen haben, was wir gesagt gekriegt haben. Und haben dann jetzt vor 3 Jahren das erste Mal erfahren, dass die Nutzungsänderung wieder zum Abbaugebiet gemacht worden ist. Dann ist das Ganze mal wieder eingeschlafen und jetzt ist es halt aktuell seit 3 Monaten wieder, dass es direkt 2015 anfangen soll. So, wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Eben der Herr Schinzel. Was sind denn Ihre Befürchtungen, wenn jetzt dieser Sandabbau kommt? Also meine Befürchtung oder unsere Befürchtungen sind hauptsächlich, dass sich das Ganze negativ auf die Wohnqualität auswirkt. Im Endeffekt relativ viel Dreck, sehr viel Lärm. Wir wohnen direkt vorne an der Straße. Ich denke, das sieht man dann später auch. Wo die LKWs, sage ich mal, in der Großzahl vorbeifahren. Das Ganze wird, sage ich mal, durch die Firma Glöckler jetzt noch relativ gering dargestellt, wird aber, wenn man grobe Hochrechnungen macht, wahrscheinlich um die 40 bis 60 LKWs am Tag sein. Und das Ganze, denke ich, sind enorme Einschränkungen. Genau. Firma Glöckler und die Stadt, sage ich auch mal an sich, schieben die Verantwortung hin und her. Der Informationsfluss ist bis jetzt spärlich. Das heißt auch die Aufforderung an die Stadt, mit Ihnen zu sprechen, mit den Anwohnern hier ins Gespräch zu kommen, was ja am Donnerstag an die Stadt findet. Gut, am Donnerstag, sage ich mal, wird nur noch informiert über das, was an sich schon Sache ist. Im Vorab, vor der Entscheidung vom Stadtrat, hat sich niemand mit den Anwohnern in Verbindung gesetzt. Das an sich ist eher traurig. Also gut, Dankeschön. So, nun befinde ich mich hier an der Kreuzung, an der ganze Schwerlastverkehr herausfahren soll. Und die Bürger das große Bedenken haben, dass diese Kreuzung gar nicht in der Lage ist, diesen Schwerlastverkehr zu bewältigen. So, wen habe ich jetzt vom Mikrofon? Den Lukas aus der Gustl-Kirchner Straße 27 in dem Haus. Was sind Ihre Befürchtungen? Hauptsächlich die Nähe der geplanten Abbaustätte zum Wohngebiet, welche mit 80 Metern angegeben werden könnte. Also die Nähe von 80 Metern zum Wohngebiet. Das ist Ihnen einfach zu nah? Es ist zum einen nah, weil wenn man überlegt, wie tief die Grube eventuell wird, dass dadurch die gesamte Statik der Häuser geschädigt werden könnte. Zum anderen ist es natürlich extrem laut durch die Abbaufahrzeuge, als auch eine Staub- und Schmutzbelastung
durch die Nähe. Also wenn die Abbaugrube weiter entfernt wäre, 300, 400 Meter, wäre es immer noch nicht gut, aber 80 Meter sind einfach viel zu nah. Besonders wenn man abends draußen sitzen will oder einfach arbeiten muss, konzentriert arbeiten muss, ist es einfach zu nah. Im Haus da drüben wohnen unter anderem 3 Studenten, die irgendwann Examen machen müssen, die müssen lernen, die müssen sich konzentrieren und es geht einfach nicht, wenn hier Lärm ist. Und die anderen Anwohner, die haben genauso ihr Recht auf Ruhe und es geht einfach nicht bei 80 Metern. Also gut, danke schön. So, wie man sieht, ist diese Kreuzung hier nicht gerade sehr groß und ich denke auch, dass es hier Probleme geben wird, die ganzen LKWs hier durchzuschleusen. Haben Sie schon Gespräche geführt mit der Stadt Schweinfurt über das Problem? Nee, bis jetzt noch nicht. Es ist am 29. Juli ein Gespräch angesetzt in Oberndorf mit der Firma Glöckle, mit der Stadt Schweinfurt, wo man dann anscheinend nochmal so die Fragen vortragen kann und die dann erklären wollen, wie das Ganze ablaufen soll. Aber ansonsten haben wir weiter noch nichts gesprochen. Aber die Angst ist schon da, dass also die Häuser wesentlich weniger wert werden. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, meine größte Angst ist, dass da wirklich Schäden entstehen, dass da irgendwas untergrundmäßig abrutscht, wir Risse kriegen oder sonst was, dass wir dann irgendwann in 15 Jahren in einer Bauruine wohnen. Und das nächste ist halt, das sind 30 Jahre Abbau. Man schauen Sie sich um. Es sind viele da, die wahrscheinlich das Abbauende gar nicht mehr erleben werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der mit 65 endlich mal in die verdiente Rente geht, dann mit so einem Hintergrund sein Lebensabend verbringen will. Das sind so alles so die Befürchtungen, die wir halt haben oder über was wir genau nachdenken. Also Sie haben die Angst, dass 30 Jahre Staub, Dreck, Krach und so weiter ist. Ja, die 30 Jahre, die sind ja zwischen 25 und 30 Jahren, ist ja uns schon schriftlich mitgeteilt worden, dass dieser Abbau allgemein reicht. Das nächste ist halt, wir haben auch Angst, ich meine, das erste Biotop ist nicht verfüllt worden. Was passiert hier? Behalten wir das Loch. Wir haben lauter Kinder, die eben da spielen, Absturz und so weiter. Sie wissen selber. Dann haben wir halt die Bedenken, wir sind keine Ingenieure oder sonst was. Was passiert? Läuft das Grundwasser nach? Kriegen wir jeden Seen? Das sind halt lauter so Dinge, wo wir alle Angst davor haben. Also gut, dann vielen Dank.